Oh, Feuerschutz. Er versucht Feuerschutz. Dann versuche ich mal auch was. Tot. Keine Rüstung mehr, nix. Sturm. Ja, die sind fast tot. Nur im Zweifel das Phantom. Hier das Ding. Er macht am meisten Schaden. So, Bolt. Müssen wir mal aushelfen. So, hier soll es auch gehen. Das macht Sinn. Ja, das ging schnell. Ich habe übrigens auch gerade das Zeitlimit vergessen. Ich habe ja 6 Runden. Nur Zeit dafür. Muss ich aufpassen. Es scheint sogar immer noch Gegner da zu sein. Diese Einheit gerät nicht außer Atem. Och. Wollte schon sagen, löst sie aus und... Welche war böse? Er hat noch nicht einmal nachgeladen, ne? Was hätten wir denn da unten? Kann man nicht sehen, aber es sah nach kleinen Advent-Einheiten aus. Er hat sich das ja gelohnt, übers Dach zu gehen. So, und weg ist das Omega-Team. 1-5 Status bestätigt. Mission erfüllt. Omega. Hoffentlich sind sie bereit für den Ruhm. Ja, ich weiß die Bilder. Da gebe ich mir auch nicht so viel Mühe drüber. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns diese Dissidenten in Angst versetzen. Ja, ich überspring's gleich. Ihr heutiger Sieg hat keine Bedeutung für die Geschichte. Er ist nur ein kleiner Stein auf dem Weg der Erlösung. Ich kann's auch nicht mehr hören. Die Ältesten uns bereitet haben. Er tut so, als wäre er cool, weil er eine Sonnenbrille und Sonnenbrille trägt. Aliens fragen sich sicher jetzt noch, was das war. Weiter so, Commander. Schade, kein Upgrade, kein ja, Level Up. Boah, echt ein Level. Sie und ihre Männer haben den Aliens heute einen weiteren schweren Schlag versetzt, Commander. Jupp, wie immer. Beeindruckende Leistung. Gut, das war VIP. Ich wollte schneller heilen, ne? Avenger berechnet neuen Kurs.
Ich glaube, ich habe noch nie im XCOM-Spiel so viel Geld gehabt wie hier. Es freut mich, dass unsere Zusammenarbeit den gewünschten Erfolg hatte. Hey, Informationen. Oh, da war denn eine Beförderung. Das ist tatsächlich was fürs Omega-Team. Ich würde tatsächlich auch gleich den Jäger angreifen. So, holen wir mal jemanden aus dem Omega. Wer braucht denn noch ein Level Up? Hier, Cobra steht bestimmt kurz davor. Deswegen würde ich sagen, na, warte mal, machen wir das andersrum. Nehmen wir lieber Death Adder. Sind doch nur die beiden, ne? Weil ich glaube, dass es bei Cobra relativ schnell geht, dass er ein Level abkriegt. Mit wem bist du? Klicke. Lumbert, passt ja schon. So. Viel Spaß. Wir erledigen das. Keine Sorge, Commander. Gut. Ich wollte warten, bis das Gamma-Team komplett vollständig wiederhergestellt ist. Aber ich glaube, die waren noch nicht ganz da, ne? Die sind, glaube ich, verwundet. Ja, und zwar ordentlich. Also 4 Tage circa dauert das. Da müssen wir 4 Tage warten. Krass. Die Ergebnisse unseres Durchbruchs sind ziemlich faszinierend. Unsere Wissenschaftler werden sofort loslegen, Commander. So. Unsere Leute scheinen gut zusammenzuarbeiten, Commander. Ja, geil. Eine Beförderung. So, Kameradschaftsform. Nur Fähigkeitspunkte verdienen finde ich auch gut. Ich weiß, normalerweise müsste man da jetzt eigentlich tatsächlich einen hinsetzen. Das tue ich auch. Ich werde mal das Delta-Team nehmen. Und zwar mit Wildling und Sophie Jones. Also Wildling und Mustang. Und Mustang kriegt die Zielsicherheit. Ich befehle meinen Leuten, sich sofort auf den Weg zu machen. So, dann haben wir hier die nächste Beförderung. Haben wir noch einen. Da. So. Dann kriegt er erstmal die Genesung, weil die einfach geil ist. So, passt. Keine verwundbar. Also verwundet. So, ich warte noch das eine ab. Wir haben unsere Forschungen in bemerkenswert kurzer Zeit abgeschlossen, Commander. Seien Sie gegrüßt, Commander. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. So, und ich glaube, die sind jetzt alle auf Colonel, ne? War das nicht so? Ja, sehr schön. Die, die seit unten sind, sind Delta und Sigma. Die habe ich ja am wenigsten gelevelt. Puh. Dann würde ich sagen, dann ist es soweit. Unsere verdeckte Jagd auf Wirbelwip hat uns hierher geführt, den Sitz seiner Macht. Er wird sich nicht mehr verstecken und auch keine Sprüche mehr klopfen können, wenn wir unsere. Warte mal, ich habe eine bessere Idee. Irgendwie habe ich voll Bock, den Hexer zuerst platt zu machen. Ich würde den Hexer platt machen, weil ich mag den Jäger. Und ich weiß, der mag mich.
Ich habe eine Idee. Nehmen wir uns mal diese Einrichtung vor und es ist Omega, glaube ich. Nee, Omega geht. Schieben wir Omega ein. Setze Kurs auf den westamerikanischen Bezirk. Omega muss trainieren. So, nope. Also wenn ich das Spiel auf die Idee komme, manchmal andere dahin zu setzen. So, also wer muss noch leveln? Cobra. Und eigentlich hier Dings. Immer noch. Steht da zufälligerweise, wie viel man braucht, um dahin zu kommen? Steht wenigstens, ne? War mal interessant zu wissen, wie lang die noch brauchen werden. Schlangenrüstung, ja oder nein? Ja, doch. Hierfür auf jeden Fall. Rüstung freigeben. So. Du behältst aber deine PB im Mund und musst Durchschlagsschaden machen. So, da haben wir 1, 2, 3 Rüstungsdurchschläge. Eine zerfetzt Rüstung, der andere auch. Und der andere macht so Schaden. Aber da brauche ich kein Imitationsgerät, dann geben wir doch lieber Krallengeschosse. Dass die, wenn die trifft, auch kritischen Schaden macht. Skyranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Ja, beschleunigen wir das Ganze mal. Ich ziehe das maßlos in die Länge. Wir sind schon weit über den normalen Vorgaben fürs Let's Play eigentlich. Normalerweise könnte ich die schon angreifen. Weil wir oft Einsätze machen. Wir rücken aus, um eine Hochsicherheitseinrichtung von Advent hier im Gebiet zu vernichten. Dem Widerstand nach werden in der Einrichtung Forschungen fürs Avatar-Projekt durchgeführt. Nähern Sie sich dem Ziel und platzieren Sie die X4-Ladungen. Sobald Sie scharf sind, gehen Sie auf sichere Distanz und zerstören die Einrichtung. Manus 1-5, Zielkoordinaten eingegeben. Gehen Sie in Position und platzieren Sie die X4-Ladungen. Gut, das kommt mir schon mal bekannt vor. Würde ich sagen, gehen wir rechts lang. Merci. Je passe en vigilance. Gut. Es ist weit, aber ich kann es schaffen. Wir brauchen noch Level. Ja, auf jeden Fall und er, ne? Das war's. Das Auto sieht ja echt modifiziert aus, ne? Forte chiaro. Posizione confermata. Punto la guardia.
Guardia. Gut. Je me dirige vers la position. Scan en cours. Oh. Naja, da haben wir wohl einen.